Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlenkrad im Alpin.dec zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. So, diese Episode, ich bin jetzt wieder am guten neuen Schwaden. Philipp ist am Sehen, ne? Oh, ich bin am Sehen. Gut. Ja, also hier unten haben wir ja schon, soweit ich weiß, alles geschwartet. Das heißt, das nächste, was noch schaden muss, ist eigentlich nur noch das da vorne. Und dann haben wir, glaube ich, schon alles. Meines Erachtens war ich da vorne noch nicht. Letzte Aufnahme ist jetzt 3 Tage her. So war die Umdreh. Deswegen muss ich da erstmal noch wieder ein bisschen nachgucken alles. Aber ja, hier ist nämlich geschwartet. Perfekt. Ja, perfekt kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Wenn natürlich praktisch, wenn schon geschwartet wäre. Aber dann wäre ich am Schanzteil gefahren. Und dann klammern wir das dann mal aus. Die Zuschauer merken, dass du mehr fauler bist. Alles muss ich machen. Was? 10 hat er abgegeben. Was heißt 10 hat er abgegeben? Ich war am Sehen überhaupt nicht dran. Beziehungsweise dann habe ich ja gemerkt, dass eine Einzelkorn ist. Und dann ist der Helfer auch gekommen. Du kannst schon gerne einen Helfer einsetzen. Habe ich auch kein Problem damit. Du könntest ja auch den kleinen Stein in und pflügen. Wieso soll ich pflügen? Keine Ahnung. Da wird die Zuschauer mal was anderes sehen. Ja, wie ich den ganzen Tag Pflug hin und her fahre. Perfekt. Ich bin ja gemütlich am Sehen. Sehe ich dich? Ja, da drüben sehe ich dich. Ich fahre hier oben links. Meine Bähnchen. Oh, mal ein bisschen Radio on hier. Perfekt. Oh. So. Da hinten die Ecke kriegen wir alles mit. Da sieht's gut aus. Ja, okay. Ja, doch, haben wir. Ich glaube, das Hardcut wird nicht reichen, was ich dabei habe. Ja, das kann gut sein. Ja, du hast 450 Liter sind da gleich bloß, oder? 50 drinnen. Also, ich habe noch 50, sagen wir so. Also, ist jetzt momentan noch 50 Liter drin, oder? Jo. Okay. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie jetzt so schnell. Oh Gott, ich habe sie hochgemäht. So schnell verbraucht. Aber okay, gut, es war nicht viel drin. Muss man dazu sagen. Das sind 4,5 Arbeit. 4,5 Meter. Mhm. 6 Saat rein. Da geht schon was weg. Ja. Ich glaube, Dünger müssen wir nicht nachfüllen. Der würde eine Zeit lang halten. Nee, der halt danach, ja. Da können wir auch mit 18 hier links fahren. So. Ja, wo die Sockel abkauen, ich dachte schon nicht erwischen. Oh. Okay. Noch ein Traktor mit Frontlader am Hof? Ja, ein Steier. Ansonsten nicht. Nee, ansonsten nicht. Warum? Jetzt nochmal ein Weidemann heimfahren oder? Wieso für was? Weil mein Sack gut leer ist. Ja, wir haben doch die Tanks. Aber ich mag jetzt nicht nochmal vom Feld runterfahren. Also ich glaube, es ist bequemer, du fährst heim, fisch auf und dann wieder rauf, als wie du jetzt einen extra Traktor herholst. Ja, also meine Ansicht. Fahr mit Weidemann. Okay. Da sieht man schon, wie halt keinen Bock mehr auf sehen. Natürlich habe ich Bock. Ja.
Ich muss da gleich auch nochmal da. Ich habe nichts am Weidemann rumgeschraubt. Würde ich doch niemals machen. Der läuft 40. Jetzt ist. Oh, jetzt hast du ihn gleich gecrashed, weil es steht 0 dran. Wenn vielleicht gegen eine Laterne gedonnert. Deswegen steht auch schon das gute alle 25er Papa Link Damm. Das ist genau das. Das ist seitlich Damm. Oder seitlich. Was ist das seitlich? Oh, aber stand auf der Hilfe! Alter, du warst ja gerade mit 50 unterwegs, ne? Ich bin im Wasser. Oh nein. Oh, steht sogar dran. Water. Da war, steht dran? Da ist, ja, da war kurz blau dran gestanden, Water. In blauer Farbschrift. Oh Mann, aber du hast das wieder rausgeschafft, ohne dass er abgesoffen ist. Muss man dazu sagen. Ich fahr draußen. Schwierig. Schwierig, die ganze Angelegenheit, okay. Weil das drin natürlich auch alles schon wunderbar rausschwaden, ist ja ganz klar. So. Immer da hoch, weil da mal zuletzt aufgehört. Denn unsere Ballen gehabt. Du musst dann auch die Schäfchen, wenn du gleich am Hof bist, kannst du die Schäfchen abputzen, sauber machen. Aber den ist minimal dreckig, soweit ich noch weiß. Ich hab die Schafe aber nicht dabei. Ach so. Flo. Ach so. Also hast du den BGA stehen lassen, oder was? Ja. Ach so. Ja dann. Vielleicht ist der Ballenspieß einfach weggeschossen. Aber nicht wegen mir, weil ich nicht zu schnell reingetan habe, sondern bin minimal ange. Also, weil der Anhänger. Aha. Der ist weggeflogen. Ah ja. Aber wir haben glaube ich gar keinen, wenn dann musst du wieder Saatgutpaletten kaufen, weil wir haben keine mehr am Hof. Soweit ich weiß. Ich habe da schon lange eine gekauft. Ach so. Das habe ich tatsächlich gar nicht hingekriegt. Ja okay, es geht regelmäßig Geld oben weg, weil die Leute dann noch am Arbeiten sind. Ja. Hat jetzt zwar nicht alles so gut angehört, aber ging. So, aber. Aber es geht ich ja weiß nicht, nicht warum, aber das Teil geht in 46. Aber die Palette hat darauf keinen Bock. Ja, ich hab schon gemerkt, dass die ganze Zeit oben rechts dran gestanden ist, eine Palette dran hast, aber auch wieder irgendwie nicht, wieder dran, wieder weg. Und jetzt ist sie weg. Aber hoffentlich hast du es nur auf der Straße verloren und sie ist nicht in den See, in den Fluss rein. Also ich sag's mal so, Beschleunigung hat der Weidemann. Er ist ja auch ein Elektro, ist ja klar, dass er eine gute Beschleunigung hat. Oder eine schnelle. Zack, wieder Vollspeed. Aber dafür hat er umso weniger Bremsen. Ja gut. Das muss man sagen, das muss man die Elektro lassen. Beschleunigung haben sie nicht richtig gute. Auch bloß vom Start weg. Ja, aber an sich. Die haben halt vom Start weg vollen volle Drehzahl. Ja.
Die Saatgutpalette, glaube ich, wird eine Weile lang reichen. Ja. Weil du hast ja die Paletten, die mit auf der Palette gekauft, oder? Ja. 735 Euro Lohnzahlung, eieiei. So ein bisschen zu weit rüber, eieiei. Nee, das kann ich so nicht lassen. Da dachte ich, schau mal ein bisschen bei dir vorbei. Hm? Hallo. Was macht er jetzt hier? Du hast ja die Stelle vergessen, ne? Zu wenden. Wieder! Oh wow! Hä, hey, warte mal, habe ich hier oben überhaupt gewendet, Jage? Ja, du hast alles gewendet. Ich weiß nicht, ob das gut ausgeht, aber ich war mit 45 gesehen. Berg runter! Ich seh dich nicht mehr, du bist aus. Ah, da drüben sehe ich dich. Alter, diese kleine Weide, Mann. Oh Mann. Ich feier mit 46 über Nacke. Oh Gott! Da war eine Steier, oder? Der am Steier. Der Motor sucht noch aus. Oh, der Motor sucht für ganz schön lang noch. Ah, jetzt. Der ist auch nicht auf 43 oder 50 ausgelegt. Vielleicht liegt es auch daran. Oh, Hilfe, F, das war der Bührer, ja, war er. Ja, der kleine Steier ist noch ein bisschen bei. Ich komm da wieder hoch, ne? Oh Mann. Ist die Automatik. Mal schauen. 30 km/h. 50 km/h ist flöten gegangen. Ja, der Schwarze sieht aus. Heilige Scheiße. Eieiei. Den bräuchten wir waschen, glaube ich. Oh, wir sammeln ja bald das Schwaden. Mal zum Hof, ne? Mhm. Schau mal am besten nicht auf die kleine Karte. Nee, ich habe die sowieso nicht offen. Und dann müssen wir sie öffnen. Nee! Jetzt kannst du sie wieder öffnen. Ich glaube, ich weiß schon, was passiert ist. Was? Da hat wohl jemand die Abkürzung genommen. Nein! Bist du dir sicher? Ja. Okay. Weiß gar nicht, ist die BGA schon wieder leer? Keine Ahnung. Wo fahr denn ich hin? Wieso ist jetzt das GPS rausgegangen? Och nö. Oh, ich hab's gesehen. Eieiei. Mini war schief. Aber alles noch, hält sich noch alles in Grenzen. Jetzt hab ich den Schuh mitnehmen, damit wir da schön geschmeidig hochkommen. Und zwar eh wieder auf der. Fall nie wieder auf 13 km/h runter, aber gut. Kann man halt nicht ändern, ne? Ich hab vielleicht. Aber Mais war ja angestellt, oder? Hallo? Ja. Okay, gut. Fast nicht um die Kurve rumkommen. Hm? Wenn fast nicht um die Kurve rumkommen, aber geht.
Oh ja, die Wiese haben wir ja auch gleich oben. Da haben wir noch die unten. Da können wir dann schön in Bahnen fahren. Und dann kann, naja, heute kommen wir wahrscheinlich nicht mehr zu sammeln. Aber der kleine Steier, der ist auch schon, also halb fertig. 60% hat er schon. 60? Mhm. Ja. Der ist ja dauerhaft die ganze Zeit am Rauf und runterfahren, der schafft doch schon was. Ja, ja doch. Wie viel hat er dann? 1,5 Meter, oder? 60%. Nimm mal die Arbeitsweite vom Flug. 1,5 Meter sind 1,2. Oder 1,2. Ja. Ja, und das ist jetzt auch nicht wie. Ist jetzt auch nichts. Ja, halt drei Scharen. Ja. Mir lässt es zwar. Hört sich zwar noch wenig an, aber. Wenn man das Ganze so in Real Life davor steht, denkt man sich doch auch, ist doch ein Ticken größer, als ich dachte. Scharen sind halt drei Scharen. Du könntest den Bürger vielleicht mal aufräumen. Ich bin jetzt gerade am Schwaden. Ja, okay, dann. Ja doch, das geht, das muss ich jetzt nicht nochmal zusammenschwaden. Das kann man doch noch mit Ball, den Ladewagen aufsammeln. Ja, hier haben wir noch. Das müssen wir auf jeden Fall noch schwaden. Dann ist dann doch ein Ticken zu viel. Ah, und da muss ich ja noch einen Hang ran. War ja auch noch was. So, ja, das passt. Kann man so stehen lassen. Dann wagen wir uns mal an die Schräge hier.
wird's hängig. Oder? Na doch nicht. Kurz gedacht, ich hänge aber gut. Was machst du denn da oben? Ich weiß selber nicht. Die Anschluss an die Bahn verloren, oder? Was ist? Anschluss an die Bahn verloren, oder? Ja genau, ich hab die Bahn gesucht. Okay, halten wir dann. Und von unten habe ich nicht gescheit gesehen. Warum gibt er jetzt nicht Gas? Ah, jetzt hat. Weil ich habe gerade eben noch einen kleinen Vorgewinn gezogen. Achso. Ja. Ja, da können wir da vorne noch hinfahren, dann können wir da schrecken runter und dann passt die Sache. Oh, da ein Stein, eieiei. Da ist ein M. Ich hab die Seemaschine für den Aussehen zusammengeklappt. Oh, während Fahren. Unterm Fahren, aber ich hab glaube ich keine Lücken gelassen. Das ist nicht schlecht. Nee. Können wir auf jeden Fall runterschalten. Immer Allrad reinballern. Ich hab schon wieder bloß nur noch 100 Liter drin. Eieiei. Na, wobei. Das lohnt sich jetzt nicht. Eieiei. Das war jetzt aber auch nicht das Feinste, ne? Aber wir fahren hier aber so längs. Tun wir uns wieder beim Sammeln noch leichter. Wenn man so schräg wird, geht es noch einiges leichter. So. Aber das glaubt man jetzt so gut wie gar nicht, aber... Hm. Warte mal. Könnte es sein, dass man die drei gruppern muss? Die drei? Die drei. Ich weiß es nicht. Nee, ernt, verdammt. Warum? Ist noch ein Feld in der Nähe. Feld 5. Achso, du meinst, dass wir gleich zum Grupper schicken können, Mama? Mhm. Ja, wir haben da glaube ich auch schon geguckt und da gab es nicht so richtig gute Missionen, die mir gut Geld geben. Wir können dann Bührer 10 schicken. Feld 16 noch. Schafft ihr das? 10? Keine Ahnung. Wo ist denn Feld 16? Ach da. Ich nehme die mal an. Okay. Und wie bringst du? Verdammt, wir Multimission nicht mehr drauf. Ich hab's eigentlich, dachte ich, hab's eigentlich im Mod auch noch reingeschmissen gehabt. Ah, kann aber sein, dass ich nicht aktiviert hab. Vielleicht war da was. So. Ja, und dann können wir hier mal einen Gang hochschalten, also ein bisschen schneller fahren unterwegs. Ja. Oh, hier vorne ist auch noch ein Stück schönes Land. Beziehungsweise Wiese, wie kosten die? Oh, da muss man das ganze Feld mitkaufen. Oh, knapp 300.000 waren es, oder? Ja, 285.000. Ja, da fehlen uns noch ein bisschen. Wir haben steierlichen gelbe Handschuhe, gelbe Lederhandschuhe. Ja, ja, ist auch ein Lamborghini, ne? Aber gelbe? Ganz ehrlich, ja, gelbe. Ist doch richtig pissgelb.
Okay. Und was wollte ich vorhin sagen? Zieh die, ich werde die wahrscheinlich nicht anziehen wollen. Die gelben? Jo. Rein von der Optik her oder wegen der Farbe? Oder der Farbgebung. So ein Pissgelb. Ja, dann sind wir in der heutigen Folge dann doch nicht mehr fertig geworden mit den Wiesen. Liebe Leute, aber wir sind für heute auch schon wieder fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Und den roten Knopf drauf, wir haben fast nicht getan. Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlen, gerade im Ressourcen-App in DLC. Und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.